Und wenn Sie sich zu Hause fragen, warum ist der Grissemann eigentlich so gut bezahlt? Ich kann es auflösen, weil es sehr, sehr schwierig ist, Interesse für seine Studiogäste zu heucheln. In dem Fall ist es aber nicht so. Man kann nicht mit den Eros Ramazzottis, Semino Rossis jagen. Aber er spielt irgendwie in einer anderen Liga. Er war schon einmal bei uns und hat uns begeistert mit seinem schwarzen Humor. Er ist in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 4 Frauen losgeworden und sein Toupet. Jetzt hat er aber das Toupet wieder. Was für ein großartiger Exzentriker mit fantastischer Stimme wird in der Stadthalle am 25.04. in Wien vor ausverkauftem Haus auftreten. Begrüßen Sie den großartigen Helmut Lotti! Helmut Lotti. Lieber Helmut, Wasser oder Wein? Wasser. Helmut, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, wir müssen es gleich aufklären. Ist das ein Toupet tatsächlich oder ist das eine Eigenhaartransplantation? War es ein Osterwunder? Nein, es ist etwas, was ich jeden Monat ändern muss. Und dann hängt es auch davon ab, in was für eine Tüte das war. Denn Form ist immer unterschiedlich. Und es ist nur nach 5 Tagen, dass es so perfekt ausschaut wie ein siamesischer Meerschweinchen. Du bist noch bei Sinnen, ja? Nein, aber das ist doch wirklich völlig grotesk. Du willst es nicht ernsthaft beantworten. Aber ein Mensch, der, du hast es gesagt in vielen Interviews, endlich bist du in der Lage, das scheiß Toupet loszuwerden. Ja. Und du kannst, hast ja auch gar nicht schlecht, du siehst großartig aus, auch mit Glatze. Aber stimmt das wirklich, dass die Ähnlichkeit zu Putin der Grund war, das Toupet wieder aufzusetzen? Ja, diesen Krieg ist keine gute Idee natürlich. Ja, aber du kannst ja nichts dafür, dass du einem Monster ähnlich bist. Nee, aber du bist ja gut aus, sehr gut. Wir müssen an der Stelle ganz kurz, bevor du noch irgendwas dazu sagst, wir zeigen einen Ausschnitt, als du das letzte Mal bei uns warst. Ja. Da hast du uns gezeigt, wie du putinhaft sein kannst. Schauen wir uns mal an. Große Komik. Stimmt es, dass du ein formidabler Putin-Parodist bist? Ja. Sehr gut. Ja. Aber war es so, dass wenn du durch die Ardennen spazieren gegangen bist mit deinem Hund, dass dann Leute kamen und dich beschimpft haben? Nein, ich hatte noch keinen Hund. Aber wieso? Köstliche Antwort. Ja. Magst du überhaupt Hunde? Ja, ich hatte immer Angst vor Hunden. Und jetzt habe ich einen Hund und habe ich keine Angst mehr. Warum? Wenn Leute mir vor 2 Jahren erzählt hätten, du wirst auf einer Wiese mit deinem Hund laufen, zwischen Rottweiler und so, dann hätte ich gesagt, bist du verrückt. Aber jetzt mache ich das ohne Problem. Das heißt, bist du auf Schäferhunde-Übungsplätzen, wo lauter Kampfhunde um dich herum tollen? Nee, aber so auf einer Hundenwiese kommen alle Arten Hunde. Und die sind eigentlich nur miteinander beschäftigt. Und vorher, wenn jemand mit einem Hund zu mir kam, dann bin ich immer die Straße rübergelaufen zu der anderen Seite. Aber jetzt kann ich schon einschätzen, ja, das ist ein lieber Hund und der schaut gefährlich. Aber trägst du jetzt Perücke, um dich... Um lieber auszuschauen. Ja. Nee, es hat doch damit zu tun, dass die Verpackung auch wichtig ist. Und eine Colaflasche soll man nicht zu viel ändern. Und ich war mal auf einer Bühne mit einem philharmonischen Orchester hinter mir und ich sang Bohemian Rhapsody. Und ich sollte der Dirigent anschauen. Und ich schaue den Dirigenten an. Und hinter die Bühne war so ein ganz großes Schirm. Video Wall. Ja, es war eine sehr große Halle. Und auf dem Schirm habe ich den Mond gesehen, den aufkam. Das war mein Kopf. Und ich dachte,
Lotti, so kannst du nicht auf eine Bühne steigen. Dann habe ich das wieder geändert. Ja. Ja, wie du willst, mir ist alles recht. Wer ist eigentlich verantwortlich für diesen Künstlernamen Lotti? Der gehört ja auch geköpft, der Mann. Das ist fürchterlich, ja. Mein richtiger Name ist Lotti Hirsch und das stammt aus dem französischen Lotiger. Ja, Lotiger, das ist doch ein Künstlername. Mein ganzes Leben schon, muss ich erklären, da wo ich herkomme, in Gent, nein, mein Name wird mit einem T geschrieben, Lotiger. Ja. Und dann plötzlich kam so eine Frau aus Gent, aus der Plattenfirma, und die sagte, ich nenne dich ab jetzt Lotti mit zwei T. Jetzt kann ich es nie noch erklären, dass es eigentlich mit einer T ist. Und hast du mit dieser Frau noch Kontakt? Na, ja. Oder hast du sie dem Hund zum Spielen gebracht? Aber lieber Helmut ist auch kein typischer belgischer Vorname, oder? Doch. Nein, es ist deutsch, ja? ziemlich deutsch. Sagt man Helmut oder sagt man dann Elmüt? Nee. Helmut, ganz normal. Helmut, ja. Du bist ungebrochen unterwegs, du wirst auch am 25.04. in der Stadthalle auftreten. Bist du eigentlich ein sehr disziplinierter Künstler? Dein Witz ist so großartig, dass ich mir denken kann, dass du auch oft über die Stränge schlägst und keine Eskapade auslässt, aber du musst wahrscheinlich auch wegen deiner Stimme dich schonen auf Tour, richtig? Es ist sehr wichtig, vor allem Schlaf. Ich versuche immer vor 2 am Morgen im Bett zu sein, damit ich dann um 9:30 aufwachen kann und noch ein Frühstück habe. Ja, was frühstückst du, wenn ich fragen darf? Alles, was es gibt. Ich fange immer an mit Obst und dann gibt es so Lachs oder so und Brot und Käse. Aber aha, Käsefrühstücke. Von alles. Er ist auch Lachsfrühstücke. Oder Birchermüsli und so. Birchermüsli, ja. Ja. Birscher Müsli, das klingt gleich so international. Ja, ja. Birscher Müsli. Ja. Haben Sie ein Birscher Müsli? Sag mal, du bist überhaupt so international. Ich habe gelesen, dass du 15 Sprachen sprichst. Singen. Ja. Unter anderem aber auch einen afrikanischen Dialekt, der mit lauter Klackgeräuschen. Das ist hier so. Das klingt, als würdest du Hunde anlocken. Nee, das ist toll. Das ist toll. Ja. Man ist sofort magisch berührt. Ja. Lieber Helmut, Elvis Presley war sozusagen eine sehr, sehr wichtige Figur. Du, als Kind schon hast du Elvis Presley hündisch verehrt. Ja. Warum eigentlich? Was war das Großartige an ja, Elvis? Ja, ich lasse ihn doch antworten. Es war seine Stimme. Das erste Mal, dass ich Elvis hörte, hatte ich Gänsehaut und ich habe auch gleich versucht mitzusingen. Das ganz, ganz komisch. Wie alt warst du? 5, 6, so. Ja. Ja. Das war immer klar, dass du Sänger und Künstler wirst? Oder gab es auch eine Option B, einen anderen Beruf? Ich wollte Radrennfahrer werden. Ah. Ja, ich bin Belgier. Radrennfahrer. Jetzt Remco Evenepoel. Aber warum bist du es nicht geworden? Weil jeder Belgier, der Rad fährt, gewinnt Rennen. Weil ich zu langsam war und weil ich zu viel Angst hatte in der Kurve. Ja, und auch es gibt so Radrennfahrer und dann gehen die auf dem, wo die Fußgänger laufen. Und dann springen die drauf mit dem Fahrrad und dann wieder drauf. Und wenn du daneben sitzt und die machen Buff, es ist so gefährlich, Mann. Es ist so gefährlich, es klingt schrecklich. Ja. Es ist gefährlich, ich habe es erlebt, also ja. Wie viele Termine umfasst deine Tour jetzt? Ist das, wolltest du dein eigenes Leben nicht ein bisschen runterschrauben? Du hast dich doch selbst um dich selbst gekümmert, wolltest dich zurückziehen, bist auf einen Bauernhof gezogen, glaube ich. Ist das Leben in der Öffentlichkeit für dich schwierig? Ist es, um Geld zu verdienen, oder machst du es wirklich gerne? Nee, ich stehe gerne auf die Bühne. Aber ich hatte mal ein Problem, nicht mit Singen, Auftreten, finde ich alles toll, aber nur mit der Öffentlichkeit und dass die Presse immer jede Geschichte haben möchte und so. Ja. Das fand ich nicht so toll. Ja, aber zum Beispiel die Haare. Das große Problem war nicht, dass ich das hatte. Das große Problem war, dass es ein Geheimnis war. Mhm. Und das machte mich verrückt. Aber jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Nee, jetzt wissen die Leute es und das ist okay. Ja, wenn du im Hotel, Swimmingpool tauchst, ich kann ganz einfach damit schwimmen. Ja, also ich bin eine Badehaube. Und im Liebestaumel im Hotelzimmer, du mit einer unbekannten Schönen, die dir durch die Haare fährt. Er ist in einer fixen Beziehung. Ja, er ist Weltstar, da gibt es doch Groupies. So ja, aber
Sowas mache ich nicht. Eben, siehst du. Das gibt es auch. Ja, das, Helmut Lotte ist der erste Fall, der souverän ein Toupet trägt. Ja, ja, absolut. Ja, nein. Oder? Rex Gildo hat ja auch eins, ne? Oder? Der hat eins und ich glaube, Heino trägt auch schon ja, aber seit langem. Genau. Ist das ein Toupet, was Heino? Ja. Na, ich glaube, Heino hat Haarersatzteile. Darüber macht man sich nicht lustig, meine Damen und Herren. Nein, will ich auch nicht. Das ist schockierend. Aber es sind natürlich Freaks, die uns auf der Bühne begeistern. Ja. Aber das Gute ist doch, dass Freaks natürlich wie jeder andere auf Bühnen stehen können. Du hast doch zum Beispiel mal irgendwann die Diagnose bekommen, dass du eigentlich Autist bist. Und ja, aber als Laie würde ist denken, doch auch als jeder Autist, vernünftige Mensch ist Autist. Ja, aber nicht klinisch. Ich bin leicht autistisch. Eben. Aber wie leicht bist aber du? Aber diagnostiziert 67 Kilo. Und 1,75 Meter. Das schreib auf. Das ist ein guter Witz. So was merke ich mir. Aber, lieber Helmut, du hast deinen Frieden jetzt gefunden. Du hast ja jetzt am Land in den Ardennen mit neuer Freundin, mit Hund. Ja. Dieser Rückzug, hat dich das zu einem, wenn man das so pathetisch sagen kann, glücklichen Menschen gemacht? Ich bin sehr glücklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nie so glücklich gewesen wie die letzten 6 Jahre in meinem Leben, weil es auch eigentlich meine erste stressfreie Beziehung ist. Aha. Wie lange noch ist die Frage, ne? Weißt du, wie es ist? Naja, es ist ja nichts auf Ewigkeit. Wenn es schon 6 Jahre gut geht, dann ist eigentlich eine gute Versicherung. Ja. Aber ich lese hier gerade deinen Tourplan. Du bist quasi jeden Tag weg im nächsten halben Jahr. Ja, das ist noch besser. Ja, Distanz schafft Nähe. Stimmt es, dass dein Vater das so toll fand, dass du Iron Maiden gesungen hast? Mein Vater hat das erste Mal zu mir gesagt, mein Gott, du kannst wirklich singen. Wirklich. Als er das gehört hat, wenn ich das gesungen habe mit 13. Ich 13 und vorher hat er das nicht gemerkt oder gewusst? Ja, ich sang immer Elvis und so. Ja. Aber wenn er das hört, dann sagt er, wow, du kannst wirklich singen. Und es war das Stück von... Es war das Stück. Und wenn ich das jetzt höre von Iron Maiden, dann klingt Bruce Dickinson, der Sänger, da an der Stelle genauso wie mein Vater klang, wenn er sang. Denn mein Vater war auch Sänger. Ah, der war auch Sänger? Ja. Da war er sehr enttäuscht, dass du ursprünglich Radfahrer werden wolltest, oder? Das weiß ich nicht. Ich hab's nie. Fährst du heute noch Fahrrad eigentlich oder fährst du heute nur mit so einem Fahrrad, wo vorne so ein Einkaufskorb drauf ist? Ich habe vorgestern 60 Kilometer gefahren. Boah. 60. Wie lange hast du gebraucht dafür? 8 Stunden? Nur 2,5 so. Du bist in erstaunlich guter körperlicher Verfassung. Kein Gramm Fett, wenn ich das mal so beurteile. Ja, doch, es muss noch 2 Kilo drauf. Ich habe im Winter nicht so viel gemacht. Ja. Aber ich habe gelesen, dass du gar keinen Sport mehr machst, sondern nur noch mit dem Hund spazieren gehst. Das weiß ich selber. Was ist denn mit dem Hund? Ohne Hund spazieren. Man nimmt überhaupt nicht ab beim Spazieren. Das stimmt. Wenn man abnehmen will, muss man weniger essen. Gehst du in Ardennen so rauf und runter die ganze Zeit? Ja, und manchmal Helmut, joggen mit dem Hund auch. Helmut, würdest du mir das Versprechen abbringen, wenn Putin hoffentlich diesen Krieg verliert, dass du auch die Perücke wieder abnimmst? Einmal für uns. Oder bleibt es jetzt so? Es bleibt jetzt so, bis ich nicht mehr singe. Aber das, ich weiß nicht, ich kann nicht versprechen... Nein, ich hoffe, du singst noch 70 Jahre. Wenn Putin sich auch eine Perücke besorgt. Weil er sagt, ich möchte aussehen wie Helmut Lotti. Ja. Ja. Ein bisschen lieb so. Ja. 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 Deine Tourdaten lesen sich natürlich wie ein sehr anstrengendes Unterfangen. Das geht. Ist es natürlich auch, um Geld zu verdienen. Hast du dein Schäfchen nicht im Trockenen? Würdest du dich als reichen Belgier bezeichnen? Ja, aber ich singe, weil es mir Spaß macht. Würdest du dich als reichen Belgier... Du weichst mal nach... Frage aus, wie viel Geld hat ein Weltstar wie Helmut Lotto, der hat, glaube ich, über 15 Millionen Tonträger verkauft. Du musst doch wirklich in Wahrheit die Schäfchen im Trockenen haben. Du kannst dir alles leisten. Du brauchst doch nicht mehr auf die Bühne gehen. Das Ding ist, mein Manager, der hat ein Schloss irgendwo. Du hast nur ein Verlies. Und er hat eine Insel auf Curaçao, eine kleine Insel und eine schöne Villa. Also, dein Manager und du bist dann einziger. Aber ich habe 3 Ex-Ehefrauen. Ach so. Es sind wirklich die Frauen, die haben das ganze Geld. Mann, ich bin so froh, dass du zumindest diesen klitzekleinen Hund hast. Dass du nicht ganz alleine bist. Ja, der frisst auch noch mein Geld weg. Das auch noch. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie Spenden übrig haben, bitte an Helmut Lotti.